Morgens 5:30 im römischen Außenbezirk Buffalotta, der sogenannte Arbeiterstrich. Hier warten Tagelöhner auf der Suche nach einem Auftraggeber. Die meisten von ihnen kommen aus Rumänien. Dann fährt dieser Lieferwagen vor. Kurz darauf steigt einer der Männer ein. Ganz diskret, denn die Polizei könnte jederzeit hier auftauchen. Die anderen bleiben zurück und warten. Oft vergebens. Die Baubranche Italiens steckt in der Krise. Wir versuchen, mit den Männern ins Gespräch zu kommen. Hallo, wie geht's? Wie viel kann man hier verdienen? Für schwere körperliche Arbeit 60 bis 70 Euro pro Tag. Sind es Italiener, die euch nehmen? Ja, es kommen Italiener, aber auch Rumänen. Für Petrica Androionu war es wieder mal ein schlechter Morgen. Für ihn gab es keinen Job. So läuft es für den Rumänen seit über einer Woche. Ich arbeite schwarz, klar. Das passt unseren Arbeitgebern. Sonst müssten sie Steuern, Versicherungen zahlen. Sie nehmen dich lieber als Schwarzarbeiter. Manchmal bekomme ich gar kein Geld. Sie sagen, du bekommst es morgen. Und dann kommen sie nicht mehr. Der 63-jährige Schweißer versucht seit Jahren jeden Morgen sein Glück auf dem Arbeiterstrich. Mit immer weniger Erfolg. Vor einiger Zeit, erzählt er uns, habe ihn seine Frau mit seinen beiden Kindern verlassen. Seitdem haust er am Stadtrand, in dieser provisorischen Hütte. Die Kinder sind bei den Großeltern. Sie warten auf den Vater, darauf, dass er wiederkommt. Aber ich werde nicht wiederkommen. Wie jeden Abend legt sich Petrica früh schlafen. Am nächsten Morgen muss er um 4:30 aufstehen. Nur so hat er eine Chance, Arbeit zu finden. Oh Gott, was für ein verfluchtes Leben. Schicksale wie das von Petrica sind kein Einzelfall, sagt Julian Manta von der italienischen Baugewerkschaft. Der gebürtige Rumäne weiß, dass viele seiner Landsleute auf schnell verdientes Geld in Italien hoffen. Viele sind gekommen, weil ihnen das Schlaraffenland versprochen wurde. Aber hier haben sie etwas ganz anderes gefunden. Ein besseres Leben suchte Petrica Androionu auch, als er sich vor Jahren aus Rumänien nach Italien aufmachte. Hier im Dorf Esna hat er früher gelebt. Heute ist sein Haus verlassen, seine Familie weggezogen. Auch viele andere Häuser sind unbewohnt, die Dorfstraße wirkt ausgestorben. Nur in der Kneipe herrscht etwas Leben. Hier erinnert man sich an den früheren Nachbarn. Er meinte, hier in unserem Land hat er nichts mehr zu verlieren. Jetzt verdient er sein Brot, alles, was er braucht. Ich glaube, es ist besser, hier zu bleiben, auf unseren rumänischen Feldern. Hier gibt es zumindest ein Stück Schafskäse. Auch wenn Rumänien ärmer ist. Zurück in Rom. Wie jeden Morgen ist Petrica Androionu wieder früh unterwegs. Getrieben von der Hoffnung auf ein paar Euro. Rom ist bestimmt schön, aber nicht für mich. Wir sind keine Touristen. Wir sind Sklaven. Auf dem Arbeiterstrich von Buffalotta ist an diesem Morgen noch weniger los als sonst. Die Sommerferien haben begonnen. Schlechte Aussichten für Petrica Androionu, dem Schweißer aus der rumänischen Provinz.